Heute einmal umrühren, bitte. Es gibt Joghurt. Und schlemmen ohne zu schlingen. Das Motto bei den Schuppentieren. Ein kleines Guanaco, ganz frisch auf der Welt. Schöner kann der Tag fast nicht beginnen in Südamerika. Die Woche hat super angefangen für uns. Ja, das ist das Ergebnis, darüber freuen wir uns gerade. Heute Morgen war es wirklich schön. Heute Morgen wollte ich die Guanacos reinholen. Und da habe ich gesagt, da fehlt doch eine. Und dann kam hier die Mutter, die Lolita, ein bisschen später. Und da hat man schon so ein bisschen, die ist ein bisschen aufgeregt. Schwanz war abgestellt, oh. Und da habe ich gesagt, oh, das könnte ein gutes Zeichen, dass da heute ein Jungtier kommt. Keine Stunde später, tada, da haben wir einen Neuankömmling. Ein süßes Andenken. Der Vater, der lebt längst wieder in Berlin. Die Herde wächst. Das ist nochmal so das Abschiedsgeschenk von Pelé, der uns ja dann letztes Jahr verlassen hat. Also der hat seinen Job wirklich gut gemacht. Und das Schöne war natürlich, wir konnten aus nächster Nähe das Ganze beobachten. Und das ist das Schöne in unserem Beruf, dass wir auch noch dabei sein können. Und dann habe ich natürlich heute Morgen gleich alle angerufen. Und Herr Holland kam dann auch gleich vorbei. Und hat den entscheidenden Moment festgehalten. Und man hat schon gesehen, wo der Kopf und die Füße draußen waren, dass es schon geatmet hat. Und dann sind wir erstmal beruhigt. Die Füße sind zu sehen, nicht, dass es irgendwie abgeknickt ist, das Bein, dass es dann noch Komplikationen gibt. Füße waren zu sehen, der Kopf war zu sehen und es hat geatmet. Erstmal durchatmen und machen lassen. Und dann war das wirklich so, dass, man sieht ja, die anderen gucken zwischendurch mal, aber lassen die Mutter komplett in Ruhe. Und dann gibt es ja eigentlich nur noch zwei Hürden. Das sind einmal die Schulterblätter und dann einmal nochmal die Hüfte, wo es ein bisschen hängt. Aber wenn das, gerade wenn die Schulterblätter durch sind, dann geht es eigentlich relativ schnell. Und Lolita? Ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, und so schnell konnte man gar nicht gucken, war der kleine Fratz da. Und das ist einfach total krass zu sehen. Es kommt gerade auf die Welt und dann geht der Kopf schon hoch. Das ist total krass und kurze Zeit später steht's und läuft und also verrückt. Einfach nur verrückt. Mal gucken. Lolita, darf ich mal gucken? Ja. Hallo. Oh. Alles gut, mein Schatz. Tipptopp, das Kleine. So. Weil ihr auch raus wollt, mache ich jetzt mal auf und mal gucken, was passiert. So ein Angebot? Das ist natürlich verlockend. Gut. Los geht's los. Obacht. Und das ist jetzt ein Dilemma. Die Orangs, die haben was zu gucken. Direkt gegenüber, da hat Christina Tempelhoff alle Hände voll zu tun. Was die wohl vorhat. So, wir bestücken also heute den Termitenhügel. In der Natur ist es ja auch so, dass die Schimpansen sich Werkzeuge zurechtmachen, um dann eben diese Termitenbauten, die ja mit so einem Betonhügel nachempfunden sind, um dann eben zu stochern. Die Termiten, die verteidigen, bleiben also an den Stöcken hängen und sind dann tierische Nahrungsquelle für die Affen. Und bei uns wird das eben nachempfunden mit einem Becher Joghurt. Das ist der erste, für Besucher gut zu sehen vor der Scheibe. Und jetzt bestücken wir auch den zweiten noch. Hier gibt es jeden Tag eine neue Herausforderung. Abwechslung. Das ist für die Bewohner des Pongolands das A und O. Beschäftigung ist also nicht nur das aktive Stochern hier an dem Hügel. Denn es passt natürlich nicht jeder Stock hier in jedes Loch und führt immer zum Erfolg. In Form von Joghurt. Das ist also unser Zeichen. Heute wird gestochert. Ein letzter Sicherheitscheck. Dann können die Bewohner hier loslegen. Robi? Hallo, Herr Schwester. Ja,
Ja, können raus, alle durch die drei, bitte. Die kleine Schimpansengruppe. Sechs Tiere. Und jedes mit einem besonderen Schicksal. Das ist dahingehend besonders, weil das keine gewachsene Gruppe ist. Also die sind ziemlich zusammengewürfelt und jeder hat da so einen eigenen, ja, stellenweise ein bisschen schwierigen Hintergrund, sodass es ihnen halt nicht möglich ist, als normale Gruppe mit Jungtieren, mit mehreren Männchen und Weibchen zusammenzuleben. Das sind also viele Individuen, die alle so ihr Päckchen zu tragen haben, aus unterschiedlichen Gründen und hier bei uns, ja, versuchen, ein Gruppenleben zu machen. Alex stochert schon. Der Jüngste hat die Tagesaufgabe erkannt. Und was besonders ist, dass wir zwei Tiere dabei haben, die nicht nur Werkzeuggebrauch machen, das können in unserem Haus nahezu alle Tiere, aber dass die Werkzeuge auch dem Zweck angepasst werden. Das ist ja was ganz Erstaunliches, was auch lange Zeit von vielen Wissenschaftlern nicht akzeptiert werden wollte, denn da wurde halt die Grenze gesehen zwischen Mensch und Tier. Und wir beobachten das immer wieder und ich hoffe, dass man das jetzt gleich sieht. Also Zira wird wahrscheinlich den Stock noch bearbeiten, dass der noch ein bisschen effektiver funktioniert. Dass der nicht nur im Joghurt landet, sondern wenn wir ein Stück rumgehen, können wir es vielleicht schon sehen. Das klingt vielversprechend. Lolita, hin und her gerissen. Die will natürlich raus, aber da sieht man einfach die Mutter-Kindbindung, die ist schon da. Oh, guck mal, wie es guckt. Oh Gott. So, ich hole mal ein Heunetz. Das Kleine im Stich lassen. Undenkbar. Ich muss jetzt mal gucken, wie sie reagiert. Ist gut, mein Schatz. Alles gut. Guck mal hier. Alles gut. Ich will deinem Jungtier nichts tun, ja? Achtung, mein Schatz. Alles gut. Alles gut. Nee? So wird das nichts. Die ist ordentlich auf. Hab acht. Eine tolle Mutter. Was jetzt? Darf ich da nochmal vorbei? Plan B? Ich geh mal so rum. Bisschen verwirrend. Guck, guck. Aber durchdacht. Was Florian da macht. Ja, ist gut. Dann hänge ich dir kein Heunetz auf, dann machen wir das jetzt mal so. Die hat mir jetzt schon gezeigt, bleib mal lieber ein bisschen weg, auf Abstand. Und das will ich natürlich nicht ausreizen. Ich meine es ja nur gut, ich will ja nicht ans Jungtier, also jetzt noch nicht. nur, dass sie halt hier hinten was zu fressen hat. Aber so, die Tiere zeigen uns halt einfach, wie nah wir ran können. Für heute? Genug. Sie zeigt uns jetzt, so, es reicht jetzt. Also wir durften ja gucken, alles gut, aber jetzt will sie auch mal ihre Ruhe haben. Ungestört genießen. Die Zweisamkeit. Schön. Na dann lasse ich die erstmal wieder in Ruhe. Morgen wird's spannend. Da hat das Kind einen Arzttermin. Dabei klärt sich eine entscheidende Frage. Ich hoffe sehr, dass es ein Mädchen ist. Man sagt ja immer, klar, die sind beliebt. Uns geht's darum, wenn es ein Mädchen ist, kann es nämlich da bleiben. Toi, toi, toi. Zira, die Schimpansin, hat ihr Werkzeug optimiert. Zira, ne fein machst du's. Man sieht, sie hat es ganz ordentlich schon bearbeitet, ihr Stöckchen. Ne, und das wird eben ausgezutscht, wie man jetzt sieht. Die macht da nämlich einen Pinsel draus. Ein Pinsel. Clever. Auch Hope kennt das Geheimnis für viel mehr Joghurt. Was am glatten Stock dann abtropft, bleibt da dran hängen und das ist schon... Ja, ein ganz schönes Wissen, was da drin steckt. Genau, ein bisschen rühren ist immer gut. Und auch bei Hope sieht man es, ne? Also dieses vordere Ende vom Stock ist so aufgekaut. Und da bleibt eben deutlich mehr Joghurt dranhängen. Und genau das ist die Beschäftigung, wo ich mich immer freue, wenn ich ein paar Minuten Zeit habe, da zuzugucken, wie sie das denn genau machen, um das dann eben zu verändern, sodass es wieder eine neue Herausforderung wird beim nächsten Mal. Und dieses besondere Talent interessiert auch die anderen.
Beschäftigung ist ja auch nicht nur aktiv auf dem Hügel sitzen und stochern, sondern wie man sieht, bei Judy ist sie jetzt damit beschäftigt, das andere Tier zu beobachten. Judy, die älteste Bewohnerin im Pongoland. Jahrgang 66, vermutlich, denn es ist noch ein Wildfang und hat demzufolge auch schon viel miterlebt an Varianten, was man so für gut gehalten hat und wie man Affen so zu versorgen hat. Also die saß auch sicher noch am Tisch und hat mit Löffel gegessen. Und jetzt hat man natürlich einen ganz anderen Blick auf die Welt, auf die Dinge und so. Und aber auch das macht sie mit, aber auch hier müssen wir ab und an mal ein bisschen vermitteln. Und so bleiben hier alle in Bewegung. Auch im Kopf. Und das ist genau das, was wir ja erzeugen wollen, denn sie sind ja hier, wir sind nicht in Natur, das ist ja alles limitiert. Und die Abwechslung entsteht dadurch, was man von außen reinbringt. Und da sind wir sehr komfortabel aufgestellt mit den Wissenschaftlern, die uns den Tag ordentlich strukturieren. Aber wenn die Forschung eben nicht da ist, dann sind wir Tierpfleger da, die Nächsten, die für Abwechslung sorgen. Stimmt's, mein Hase? So sieht's wohl aus. Und es hat sich noch lange nicht ausgepinselt. Für heute. Am nächsten Morgen in Südamerika führt das Guanaco-Kind stehen nächste Schritte an. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Und da ist auch schon Dr. Bernhard mit Johanna Werle, die studiert Tiermedizin. Ich versuche mal abzutrennen. Den nehme ich mal mit. Besser ist es. Bis jetzt sind Mutter und Kind nämlich eine Einheit. Kriegen wir die irgendwie eingelockt? Probieren wir mein Glück. Plan ist jetzt, also wir haben jetzt die Jungtierprophylaxe. Doktor ist ja schon da. Dass wir halt jetzt, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, Mutter und Kind mal kurz zu trennen. Das wäre, also Optimalfall wäre, dass die Mutter im Stall ist und das Jungtier draußen. Weil wenn wir natürlich sie jetzt hier abgetrennt bekommen, ist halt immer nur der Zaun dazwischen. Und wir haben nicht die Entfernung, wo wir aus der Spuckweite rauskommen. Lolita. Schon wieder in der Zwickmühle. Diesmal lässt sie sich locken. Sehr gut, haben wir. Jetzt aber zügig. Hallo. Opa. Und mit beherztem Griff. So. Immer rein. Immer ran, immer ran. Es gibt Immunglobuline und Vitamine. Es ist nur gutes Zeug hier, nur gutes Zeug. Jetzt kommt nämlich das Gemeine. Der Transponder. Nee, ist gar nicht gemein. Das sagen Sie. So, wir gucken erst mal, was das Kleine ist. Die Spannung steigt. Und was ist das Kleine? Ein Mädchen. Yay! So, gehen wir mal raus. Florian. Ich muss nur gut. Wie im siebten Himmel. Der Nabel sieht auch gut aus. So, wir gehen mal raus. Komm her, guck mal, es folgt mir. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt wird gleich Lolita rausstürmen. So, da ist sie. So, und dann wird gleich geguckt. Ja, alles wieder in Ordnung. Und der Eindruck vom Fachmann? Ja, ist normal, gut entwickelt. Steht schon schön, also. Schön. Oder? Yay! Wir freuen uns. Nee, wir freuen uns. Mutter sieht ja ihre Zukunft in Leipzig gesichert. Ja, na dann. Soll sie wachsen und gedeihen. Schön. Vielen Dank. Tschüss. Tschüssi. Und jetzt erst mal stärken. Das war noch nicht die letzte Aufregung für heute. Auch im Elefantenhaus läuft's. Die Bewohner gut versorgt. Und dann kann Danny Geier sich jetzt ja ausgiebig um die Untermieter kümmern.
Bei uns im Elefantenhaus sind ja zurzeit immer mal ein paar Veränderungen. Wir haben schwangere Elefanten, die dann irgendwann ihre Jungtiere kriegen. Also zwei sind noch schwanger und wir haben zwei Jungtiere. Also es ist immer Bewegung. Aber die einzige Konstante, was immer gleich ist bei uns, sind die Schuppentiere. Diese Nahrungsspezialisten bekommen im Anti-Schlingnapf ihren ganz speziellen Brei. Der besteht aus Bienenlarven, Mehlwürmer, Apfel, Eigelb, dann noch natürlich verschiedene Mineralstoffe und Pulver. Das wird zermixt und im Reiskocher sanft gegart. Und da entsteht ja so ein Nahrungsbrei, der wahrscheinlich von Inhaltsstoffen wie so eine Termite oder Ameise ist. Na, Schuppentiere sind ja die einzigen Säugetiere, die überhaupt gar keine Zähne haben. Die werden das dann alles mit ihrer Zunge aufschleckern. Und da können wir jetzt auch schon runtergehen. Hinunter zu den Urgesteinen. Seit 16 und 14 Jahren leben sie hier im Zoo und halten damit den Rekord. Tu Feng, genannt Chupi, und seine Frau Kisan. Die können es kaum erwarten. Die wissen schon, dass jetzt hier irgendwas passiert. Ja, die fangen ja jetzt an, das Futter zu riechen, wissen, dass die Tür auf ist, hören Schlüssel klappern, unsere Stimme, ja, und wissen, jetzt geht's hier irgendwo los. Allerdings würde ich die gerne jetzt noch mal wiegen. Ja, wir wiegen die mal einmal in der Woche und das ist eben heute der Fall. Vorm Essen ist es ja auch besser als danach. Das Schöne ist auch, da oben kommt schon der Mitbewohner runter. Benz, das Zwergplumplori, wittert wohl auch was. Oh, die Prinzessin. Kisan. Was hast du denn gemacht? Manchmal hat sie ein paar Pfunde zu viel, aber heute? 4,99 Kilo. Es ist perfekt. Wenn wir zu viel füttern, wird die schnell zu dick, weil sie sich eben so wenig bewegt. Aber 5 Kilo ist eigentlich genau das Richtige für sie. Danny. Ja? Alle Werte hat er genau im Blick. Chupi und Kisan waren lange die einzigen in Europa. Der Zoo hat hier Maßstäbe gesetzt. Nur mit dem Nachwuchs, da hat es leider nicht geklappt. Obwohl, alles andere stimmt hier. Das ging jetzt relativ schnell, aber es waren 5,4 Kilo und es passt einfach genau. Na dann kann Danny ja jetzt auftafeln. Jetzt will er es endlich haben dann auch, na, sein Futter. Ja, nicht, dass er noch auf dumme Gedanken kommt. Jetzt wird die Welt größer für das kleine Mädchen. Abwechslungsreicher, denn die hier sind mit von der Partie. Helena! Das ist nicht dein Ernst, oder? So, jetzt haben wir den nächsten großen Schritt. Also erstmal Geburt, check. Alles super gelaufen, Jungtierprophylaxe haben wir. Jungtier ist fit und jetzt kommen die Nandos wieder dazu. Das waren jetzt die drei Hennen. Und Schwächti wird gleich unseren Freund rauslassen. Ja, wir sind Anfang des Jahres, im Januar, wir sind mitten in der Balzzeit von den Nandus. Und dementsprechend ist halt der Hahn auch drauf. Hannibal! Ja, komm! Na auf! Ja, stolzier mal ein bisschen. Lisita, ist es dein Ernst? Hallo. Es kommt gerade ein Kuala-Kuss wieder. Komm mit. Komm, Hannibal. Ich muss mitkommen, warte. Hannibal! Flo, du musst auch mitkommen. Bisschen animieren. Hannibal. Über drei Leute für einen Nandu-Hahn. Jetzt ist er verwirrt. Komm, du Gockel. Jetzt fängt er bestimmt an zu blubbern. Kleines Kuanako ist komm gefährlich. Her. Hannibal. Jetzt. Doch, wie eine Turbine. Oh, der ist in Stimmung. So, was machen Sie denn? Hallo. Was mache ich denn hier? Sie steht da auch ein bisschen verwirrt gerade noch da. Ja, was jetzt eher ist, die Nandos, denen ist es, glaube ich, noch nicht so aufgefallen. Aber wenn, guckt natürlich die Kleine jetzt so ein bisschen, was ist denn das? Weil die kennt sie halt wirklich noch nicht. Ja, schönes Bild. Guanacos stehen für sich und die Nandos machen ihr Ding. Also alles friedlich. Und Hannibal?
Der hat ohnehin gerade anderes im Sinn. Also das können wir vielleicht auch so ein bisschen vom Vorteil sehen, dass der halt jetzt so seine Hände um sich schart. Der ist grade, hat gerade andere Gedanken. Und wie gesagt, der ist ja noch nie groß auf die Guanacos los, eher andersrum. Schön, 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 schön. Schuppi hat Hunger. Und Danny ergreift die Initiative. Ja, das sieht zwar jetzt alles ein bisschen unfair aus, wie ich das Tier halte, aber so ist es für das Tier am entspanntesten und auch für mich als Pfleger. Gegessen wird getrennt. Jeder an seinem Tisch. Der Brei, individuell portioniert, bietet eine gute Beschäftigung. Ja, also da kann man jetzt schön sehen, wie die nicht bloß den Napf an sich ausschleckern, sondern wirklich auch benutzen. Ja, die müssen jetzt mit ihrer langen Zunge halt alles abfahren, um halt wirklich satt zu werden. Da muss er sich richtig ins Zeug legen, der Schuppi. Quisanznapf, der ist schon leer. Da hat einer zu langsam gefressen, ja, und sie muss jetzt trotzdem noch kurz aushalten und kurz warten. Soll ja auch fair bleiben. Ja. Weniger fair ist es für ihre Artgenossen in der freien Natur. Die sind vom Aussterben bedroht. Die Schuppentiere sind das meistbedrohte Säugetier der Welt und ist auch das meistbejagte. In Südostasien wird es ja viel als traditionelle Medizin benutzt oder eben landet auch auf der Speisekarte in manchen Restaurants. Wir haben ja jetzt die beiden Tiere auf ungefähr 5 Kilo gewogen und es werden ja Schuppentiere tonnenweise geschmuggelt. Ja, da muss man sich erstmal vorstellen, wie viele Schuppentiere man da zusammenbekommen muss, um da eben eine Tonne zu erreichen. Ja, da kommt sie schon wieder. Aber jetzt ist es okay. Den Rest dürfen sie gemeinsam genießen. Und Danny kann sich endlich dem Mitbewohner widmen. Das ist schon ganz wild. Es gibt was zu knabbern für Benz. Also hier. Heuschrecke. Leider passt er in die WG der bedrohten Arten allzu gut. Die werden natürlich auch in der freien Natur weggefangen, weil sie eigentlich ein super Haustier abgeben. Ja, und da werden die dann nicht immer optimal versorgt. Und deswegen sterben die dann relativ schnell. Dann wird sich das als neues Haustier angeschafft und auch da wirklich einen hohen bedrohten Status erreicht. Der frisst jetzt hier noch seine Heuschrecke. In der Zeit sind Tufeng und Quisan schon in ihr Bett gegangen. Sie kuscheln sich gemeinsam ein. Die könnten ja auch wirklich getrennt, einer an der einen Ecke und der andere an der anderen Ecke. Aber nee, die müssen wirklich beide da oben zusammen eingekullert schlafen. Ja, sonst fetzt das Leben nicht. Herrlich. Nee, ist wirklich alle. Also, zappelt nichts mehr drin. Ja. Das war's für heute. Da muss er jetzt wieder selbst auf die Pirsch gehen. Jörg. Kommt mal her, komm. Mit einer schwierigen Mission. Ein junger Weißnackenkranich soll abgetrennt werden. Kommt her, kommt. Fein. Kommt, meine Dicken, kommt. Fein, kommt. Papa, los, komm mit, komm. Komm, na, her, komm. So komm, richtig komm, kooperieren komm, komm, sie nicht. Kommt. Ich habe gedacht, dass es einfacher geht. Ob es Jörg gelingt, das Kind doch noch einzufangen, das erfahren Sie nächstes Mal. Außerdem, zwei der Gestreiften gehen auf Reisen. Elefant, Tiger und Co. wieder am kommenden Freitag. Bis dahin, tschüss.